Ja, hallo, zweiter Teil Südafrika. Heute gehen wir mal zum Springfield Estate, Sauvignon Blanc. Ich finde es interessant, die packen ihre Weine immer noch in Papier ein. Ne? So schlecht ist es eigentlich gar nicht. Kopf weg. Wir haben jetzt hier 2014er Sauvignon Blanc. Special Cuvée. Ist deine bessere Hälfte im Moment schwanger? Nein, oder? Weil dann darf ich dir nichts geben. Hier steht: The use of alcohol during pregnancy can be harmful to your unborn baby. Cut. Probieren wir einfach. Mann, ist das lustig heute, ja, hier unten. Ja. Wir werden das schon noch niederkriegen. Also probieren wir mal den Sauvignon Blanc. Schöne Farbe. Der Blanc? Nee. Das Blau, ja. Deine Jacke, das passt richtig zu dieser Farbe. So, jetzt denk mal ein bisschen an deinen alten Garten. Ja, ich rieche es natürlich schon, Stachelbeere. Schon, gell? Ja, voll. Ganz stark. Ja, die kommt sehr stark durch. Ui. Was ist denn das noch? Die ist aber schon sehr stark. Rauchig ist er, gell? So ein bisschen rauchig auch. Also der kommt von Quarzgestein. Bei. Den musst du aber auch mögen. Mein lieber Herr Gesangverein. Wie heißt es bei AC/DC? A touch too much. Der Mann ist heute richtig gut drauf. Ja, das sieht man schon an der Farbe. Ja, also er schmeckt nicht nach Stachelbeer, eigentlich nach Stachelbeerkompott, finde ich. Ja. Das gibt es ja so, wenn du so Stachelbeertorte hast, ja. Dann werden die vorher noch gekocht zum Kompott und kommen dann auf das Baiser drauf. Und daran erinnert er. Es kommt ziemlich gut hin. A touch too much. Probieren wir mal den anderen. Den anderen. Gleiches Weingut. Darf ich immer noch nicht an Schwangere ausschenken. Nennt sich jetzt Life from Stone. Was sagt uns das? Ach, sprich einfach nochmal. Stachelbeere, du. Life from Stone, das heißt natürlich, der setzt auf Mineralik. Stopp. Das magst du doch besonders. Ja, schon immer. Riecht ganz anders. Also hier ist jetzt die Stachelbeere nicht so. Beim ersten ist er extrem. Na, hier ist aber auch ist noch der Rest. Das ist schon mehr Mineralität. Hast du zweimal die gleiche Flasche gekauft? Nee. Ist der gleiche, derselbe Erzeuger. Aber schmeckt doch ziemlich ähnlich. Der schmeckt jetzt im Vergleich zum ersten dünner. Dünner, aber auch ein bisschen spurweicher. Ja. Eigentlich angenehmer für mich. Weil der andere ist mir zu wuchtig in der Stachelbeere. Der ist sehr wuchtig. Also hat extremes Fruchtaroma. Der hier ist ein bisschen, da hast du recht, feingliedriger. Vom Alkohol her sind beide bei 12,5. Also das ist eigentlich auch okay für Überseeweine. Was schätzt, was sowas kostet? 15 beide, die Flasche. Ungefähr, ja. Also wir sind ja eigentlich schon im Preisbereich, der über einen Alltagswein hinausgeht. Ja, nicht eigentlich, nur da sind wir. Springfield Estate, made on honor. Ja.
Was schreiben Sie hier Schönes dabei? Flint Black Powder Nose. With a mineral palette will become more pronounced with age. Also der soll älter werden können. Also für mich sind die wieder in der gleichen Kategorie wie die, die wir letztens probiert haben. Wie letztens? Naja, der erste Teil. Das waren die beiden. Die beiden, ja. Chenin Blanc und Chardonnay. Ziemlich gleiche Kategorie. Preislich wesentlich höher. Ich meine, wir sind hier in der Preisregion Steirische Klassik. Ja. Also ein guter Sauvignon Blanc vom steirischen Erzeuger kostet auch nicht mehr. Was sagt das den Zuschauern? Ja, man kann... Also mir geht es halt immer so, man hat eigentlich ziemlich viel Vorfreude, mal was irgendwie Interessantes zu probieren. Und dann ist es eigentlich so Durchschnittsware, oder? Wie empfindest du die zwei? Durchschnittsware würde ich nicht unbedingt sagen, weil die sind beide, also Stachelbeere bis zum Umfallen, der eine absolut wuchtiger. Also der Sauvignon Blanc kommt, ist gut rausgearbeitet, muss man sagen. Aber also ein Sauvignon Blanc muss eine Stachelbeere haben, oder was sagst du uns jetzt? Ist ganz typisch. Grüne Paprika, die richtig guten aus Frankreich haben dann noch eine Feuersteinnote. Die soll der zweite haben, die ist aber sehr leicht. Ja, also ist eigentlich auch wieder Stachelbeere. Ja, ja, natürlich. Das ist, also der zweite ist der erste in abgeschwächter Form, also von der Intensität, finde ich. Also sowieso empfinde ich das. Der zweite kostet, glaube ich, 1 Euro mehr. Ja. Und wird ja auch als Life from Stone dargestellt. Also ich finde wirklich, man kann die beiden gut mit AC/DC umschreiben. A touch too much von der Stachelbeere. Ja. Oder? Ja, zumindest der erste. Also das musste, also wer auf Stachelbeere steht, der hat hier den perfekten Wein. Also der schlägt durch, stachelbeerentechnisch, ja. Und zwar richtig durch die Decke. Meins ist das nicht so sehr, das ist mir zu stark. Ich muss sagen, ich könnte mir vorstellen, das Hauptexportland oder Importland von dem Wein ist Großbritannien, oder? Wie kommst du darauf? Naja, so Briten, die sich ihr Stachelbeertörtchen da auf der Wiese reinstopfen oder so. Tun die das? Daran erinnert es mich. Aha. Also es fehlt mir die Eleganz. Ja, und woran machst du das fest, dass da keine Eleganz vorhanden ist? Es löst bei mir nichts aus. Es löst auch keine Trinkfreude aus. Es ist verdammt viel Stachelbeere einfach. Also jetzt habe ich den, ich habe hier den zweiten noch, ne? Mhm. Und der ist eigentlich auch. Ich habe jetzt den ersten wieder genommen. Und da, das ist einfach das Stachelbeertörtchen. Ne? Sind saubere Weine, kann man nichts sagen. Also, ja, also sie gehen absolut in eine Richtung halt. Ne? Das sind spezielle Stachelbeerweine. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon hergestellt wird. Ja? Aber so stelle ich mir eigentlich einen Wein vor, der in großen Stückzahlen produziert wird. Ja, aha. Also, ich weiß nicht, wie geht's dir? Keine Ahnung. Kann ich nicht einschätzen. Ich finde halt, nur Stachelbeere ist ein bisschen wenig. Ja. Oder? Du musst mich jetzt nicht wiederholen. Ich habe ja gesagt, das sind Weine für Leute, die auf Stachelbeere stehen. Die knallt durch die Decke. Insbesondere beim ersten. Und das muss man mögen. Also ich... Da kann man schon zwei Gläser von trinken, finde ich. Also von dem zweiten jetzt. Im ersten möchte ich mir jetzt nicht nochmal einschenken. Ist was Besonderes im Geschmack, also das ist, ja, also das ist wirklich was Besonderes, muss man mögen.
Aber also zwei Gläser könnte ich davon trinken, aber dann hätte ich, dann wäre es das auch. Also, okay. Aber puh, zu welchem Essen? Hm. Das ist schwierig, ja. Also ich habe so den Eindruck, dass die mehr. Das ist ja dominant. Ja, ja. Also ich glaube, da brauchst du kräftiges Essen zu dem Wein. Ne? Sonst flutscht der das Essen runter. Ja. Also ich meine, jetzt ja, übertönt er das Essen. Ne? Ja, ja. Also das ist jetzt nicht einer, der sich, also beide nicht. Der zweite noch eher, aber der erste überhaupt nicht. Der passt sich nicht ans Essen, sondern der sucht das passende Essen dazu. Und ich glaube ja, das sind beides gut gemachte Sauvignon Blancs. Glaubst du das? Für den Massenbedarf. Mhm. Ja, also das, wenn du dran riechst und ihn probierst, weißt du sofort Sauvignon Blanc. Ja, diese Stachelbeere, jeder, der ein bisschen was von Sauvignon Blanc gelesen hat, erkennt ihn sofort. Ja, also den wirst du in der Blindprobe rausschmecken, unter anderen Weinen. Ja, also. Aber ist das jetzt noch ein natürliches Aroma, wenn das so stark ist? Ja, die Firma sagt, sie hat das alles mit natürlichen Hefen vergoren und so. Und also ich glaube nicht, dass er im Holz war. Ich nehme an, das war reines Edelstahl. Ja, also es ist schon glasklar, darum auch diese ganz klare Stachelbeerfrucht. Ja, ja, das ist logisch, jetzt wo du das sagst. Ich meine, beide sind okay. Aber ganz großes Kino ist es nicht. Ich würde sagen, guter Alltagswein. Und wer also gern einen guten Alltagswein für 15 Euro die Flasche haben möchte, ist hier sicher gut bedient, würde ich mal sagen. Bin ich jetzt eigentlich zu negativ? Nein, oder? Nee, nein. Also dieser Wein ist einfach, das kann ich jetzt sagen als Laie hinter der Kamera, der ist verdammt, die beiden sind verdammt stachelbeerdominant. Ja, also das ist halt Vollgas in diese eine Richtung. Und ja, so sind sie halt. Ich meine, und das wird nicht jedermanns Sache sein, weil ja, das ist schon sehr dominant. Wir haben gesagt, das Essen fällt uns dazu nicht ein, sonst fällt uns immer irgendwie was ein. Ich wüsste nicht, zu welchem Essen ich den jetzt nehmen würde, weil die beiden so dominant sind. Ja, beim zweiten hast du auch diese Stachelbeernote. Du hast ein bisschen Feuerstein. Ne? Und du schmeckst dann auch ein kleines bisschen, aber nicht viel Salzigkeit. Aber du hast diesen Stachelbeergeschmack. Ja, der ist voll da. Und das ist ein bisschen ermüdend, wenn du nur das hast, ja. Auf lange Sicht. Das ist jetzt ist ähnlich wie bei den beiden anderen. Da kann man mal ein, zwei Gläschen trinken, wie du gesagt hast. Aber das ist mehr jetzt nicht der Mittelpunkt von einem Essen, ja, sondern den kann man halt dazu trinken. Ja, also einsatzmäßig würde ich die wieder bei Meeresfrüchten bringen, ehrlich gesagt. Mir ist jetzt Forelle eingefallen. Forelle? Also Forelle, Zitrone. Mhm. Ja, ja. Ginge vielleicht. Ja. Also handwerklich gut gemachter Sauvignon Blanc. Kommen wir zur Bepunktung. Also über die 40 gehen beide nicht. Die sind beide auch wieder im 30er Bereich. Ich würde sagen, zweimal 31 Punkte, oder wie siehst du es? Nee, einmal 30 der erste und der zweite 31, oder? Weil beim ersten war es ja wirklich so ein Stachelbeerbonbon, oder? Naja, aber man kann jetzt ja auch sagen, das sind außergewöhnliche Weine, ne? Weil also so hatten wir das noch nicht, oder ich kann mich nicht dran erinnern. Ist jetzt halt die Frage, ob man das mag oder nicht mag, oder ob das ein nicht so gutes Qualitätsmerkmal ist, wenn die so mit einer Sache durchstarten. Weiß ich nicht. Also ich würde auch eher dahin tendieren, dass das halt alles zu viel ist, ein bisschen, ja. Ja, es ist nicht ausbalanciert. Touch too much, ja. 31 und 32 Punkte. Machen wir 31, 32. Es sind saubere Weine, ja. Also wenn man Anfänger ist und man sucht einen Wein,
der ein bisschen was hermacht oder so, ja, wo jeder gleich merkt, Sauvignon Blanc, da sind die richtig. Hm. Ja, aber jetzt so für gewisse Feinheiten, die schmecke ich da nicht raus. Mhm. Ja, also es ist halt Hausmannskost. Ja. Sagen wir Sauvignon Blanc, Hausmannskost. Das ist eine gute Beschreibung, glaube ich. Ein bisschen wuchtige Hausmannskost. Ja, ein bisschen teuer. Weißt du, was mich immer wundert? Nee. Dass Weine aus Südafrika relativ teuer sind. Weil der Rand ist ja absolut im Keller. Südafrika hat eine Wirtschaftskrise bis zum geht nicht mehr. Der Rand ist ziemlich weit unten. Und irgendwo habe ich so den Eindruck, gewisse Leute kriegen ihren Rand nicht voll. Ja. Ja. Schön gesagt. Irgendwer casht da ab, weil eigentlich sind Südafrikaner meines Erachtens, wenn man den Wechselkurs sieht von der Währung und von der Wirtschaft her, eigentlich zu teuer für das, was sie bieten. Es gibt einige, die sind Spitzenklasse. Ich meine, wir bleiben am Ball. Wir werden noch weitere testen. Irgendwann werden wir bestimmt fündig. Ja? Es gibt auch in Südafrika gute Weine. Absolut bemerkenswerte Weine, nicht nur Hausmannskost. Aber heute hatten wir so etwas. Heute hatten wir die Leberwurst und dann im Sauvignon Blanc, würde ich sagen. Na gut. Ja. Beides a touch too much. Und wie geht's weiter? Singen wir weiter. Ich kenne das Lied nicht. Ich kenne nur TNT. I'm Dynamite. Ja, TNT war heute nicht dabei. Nee. Wir suchen weiter nach TNT. Ja, wir bedanken uns. Und nach Hell's Bells. Aber es kommt wahrscheinlich noch. Schönen Abend.